Ich habe einen sehr emotionalen Moment im Quatsch Comedy Club erlebt. Und zwar eigentlich der Start meiner Karriere. Ich habe hier die Talentschmiede gespielt. Der Quatsch Comedy Club hat ja an mich geglaubt, an Abenden, an denen ich noch nicht immer lustig war. Und es gab diesen Wettkampf, diesen Wettbewerb. Und den habe ich nicht ganz gewonnen. Ich bin nur Zweiter geworden aus, man weiß es nicht, warum jemand mich geschlagen hat. Auf jeden Fall war ich nur Zweiter und war enttäuscht, weil ich dachte, ah, jetzt hast du es nicht geschafft, jetzt kommst du nicht in den Quatsch Comedy Club, kannst nicht in der Show spielen, kommst nicht in die Fernsehaufzeichnung. Und dann hat Thomas Hermanns dem Ersten gratuliert, ganz, ganz toll. Und dann hat er mir gratuliert und hat mir meine Urkunde, was es da war, gegeben und hat beim nach vorne beugen geflüstert, keine Sorge, wir buchen dich trotzdem. Und es war so, da fiel so viel von mir ab, weil ich dachte, oh, er hat Qualität erkannt und er glaubt immer noch dran. Das war tatsächlich sehr emotional für mich zu diesem Zeitpunkt.